Hallo zusammen, ich habe hier ein Kühlaggregat mit Kupplungen, zum Beispiel im Boot zum Einbauen. Da gibt es in der Pantry teilweise einen Kühlraum und da kommt dann zum Beispiel diese Verdampferplatte rein und irgendwo in der Backskiste dieses Kühlaggregat. Oder wir haben Leute, die bauen sich selber einen Kühlschrank, was ich nicht verstehe, aber das ist egal, und bauen sich dann solch eine Platte ein. Das ist eine Standardkühlplatte, die 042, die hat eine Höhe von 250 mm und eine Breite von 350 mm und ich kann damit ein Volumen bis zu 100 Liter kühlen. Hier geht die Leitung weg. Die Leitung hat in der Regel 1,5 Meter Leitung und dann sitzt auf der Seite die Kupplung. Und hier haben wir momentan das Problem, dass diese Kupplungen, hier dann das Gegenstück, wir nicht bekommen. Wir sind jetzt Februar und wir produzieren im Winter teilweise Geräte vor, Geräte mit Kupplungen, so wie das hier als fertige Einheit. Und jetzt haben wir keine Kupplungen mehr. Wir haben bei den größeren Aggregaten diese Kupplungen, die sind aber ein bisschen größer. Also wenn ich das hier angucke, das hier ist die größere Kupplung, hat ein bisschen mehr Durchsatz, ist ein Stück teurer. Und wir haben uns jetzt entschlossen, diese Kupplungen zu verbauen anstelle von der kleinen Kupplung. Dass wir lieferfähig bleiben. Ja, zum Kompressor, der kommt dann hier so irgendwo in die Backskiste beispielsweise oder unter den Sitzbank oder runter in die Bilge, weil da kann man dann, ja, die Bilge wird noch ein bisschen getrocknet. Die kann man hier runterschrauben, also hier direkt eine Unterlagscheibe. Hier direkt in diesen Gummi eine Unterlagscheibe und dann runterschrauben mit einer Distanzhülse, dass der hier schwingen kann. Das Aggregat wird verschraubt, gut anziehen. Und das Gerät, weil das Kältemittel schon drin ist, ist betriebsbereit. Dann kommt die Elektrik. Wir haben hier das Anschlusskabel, 12 Volt. Das ist hier ein 2,5 Quadrat. Ihr müsst rechnen, von der Batterie über den Hauptschalter, Zwischenschalter, Verteiltableau bis zum Kühlschrank. Diese Länge in Meter sollte im Querschnitt in Quadratmillimeter entsprechen. Also wenn ihr von der Batterie bis zum Kühlschrank 5 Meter habt, verlegt mir 6 Quadrat. 1 Volt Spannungsverlust sind bei 12 Volt fast 10%. Da mache ich andere Videos, da gibt es andere Videos. Einfach dicke Kabel verwenden. Im Elektriker erkläre ich so, bei 12 zu Hause hat er 240 Volt, im Boot hat er 12 Volt. Wir haben also 20 mal weniger Spannung, aber dafür 20 mal mehr Strom. Wenn ich 20 mal mehr Strom fahre, muss ich 20 mal dickere Kabel verwenden, dass ich den Strom durchkriege. Das ist einfach gesagt, stimmt nicht ganz. Legt mir dicke Kabel hier in 6 Quadrat, nicht wie zu Hause irgendwie 0,75 Quadrat Kabel. Da funktioniert der Kühlschrank nicht. Er geht auf Unterspannung und schaltet ab, schaltet ein, schaltet ab und keiner ist zufrieden. Wir haben dann hier den Ventilator, der ist schon bereits fest angeschlossen. Hier ideal ist das zum Beispiel an der Wand zu setzen, dass ich hier durch die Wand durch schon mal Luft kriege. Oder von einem Dampfabzugschlauch, so 120 Durchmesser, hier drauf, mit zwei Kabelbinden befestigen. Und unten aus der Bilge, da ist ja die Luft kalt. Oder irgendwo im Wohnmobil von außerhalb die Luft anziehen und hier runterkühlen. Wichtig ist, dass hier runtergekühlt wird, auch im Betrieb. Diese Patrone hier, die darf nicht warm werden.
Weil wenn die warm wird, dann bringt ihr die Wärme nicht weg. Zum Thermostaten. Standard liefern wir einen mechanischen Thermostaten. Das ist ein Drehknopf, kann man einstellen, warm, kalt. Und der Fühler, der wird hier an diese Platte befestigt. Also wir messen die Verdampfertemperatur. Das ergibt sich dann die Raumtemperatur. Die andere Möglichkeit ist, Kostenaufpreis, ist ein Digitalthermostat. Da habe ich eine Temperatursonde, Standard mit einem 1,5 Meter Kabel. Auf Wunsch kriegt ihr auch ein längeres, 3 oder 5 Meter. Man kann das Kabel auch normal Kabel verlängern und dann sehe ich hier drauf permanent die Innentemperatur vom Kühlschrank bzw. die Temperatur von der Sonde und ich kann hier auch die Temperatur einstellen, wärmer, kälter, ich gebe einen Sollwert ein, 5 Grad, er kühlt runter auf 4 Grad und geht wieder hoch auf 6 Grad und da habe ich im Schnitt etwa 5 Grad. Lieferprobleme hier. Momentan ist das ganz aktuelle Problem, wir haben hier natürlich, wir haben Bestellungen, jetzt um ein halbes Jahr rum haben wir Lieferzeit. Ja, das ist das Kühlaggregat, ich verlinke euch hier oben ein anderes Kühlaggregat, was genau dasselbe macht. Wir haben die Geräte am Lager und ihr könnt also bestellen. Ich verlinke euch unten den Shop, wo ihr dieses Kühlaggregat findet. Ich wünsche euch einen schönen Tag.